Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward. Und ich werde jetzt direkt mal in der Ritterschule schlafen, denn ihr hattet mir auch einige Kommentare geschrieben. Zum einen zu der Stimme der Frau, die man in der Nähe der Ritterschule hört. Ich solle auch nochmal zu Kukos Mutter gehen und noch irgendwas. Verdammt, jetzt habe ich es vergessen. Ach ja, und ich soll des Nachtes doch mal mit dem Reparaturmenschi reden. Meister Otus Zimmer. Hier irgendwo oben war doch auch mein Zimmer, ne? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Das ist Zeldas Zimmer. Da ist Kuko. Kuko. Jedenfalls soll ich in der Nacht mit dem Schildreparierer und so reden, weil das bei den... Und ja, es hat bei den anderen ja auch irgendwas gebracht, mit denen nachts zu reden. Dann werde ich den noch aufsuchen. Hallo? Na, du wirkst ja schon viel fröhlicher, Link. Das hatten wir schon. Ja. Hier ist das Bad. Ja. Wo ist denn mein Zimmer? Gerunia. Zelda. Da ist das Bad. Ist mein Zimmer doch unten? Ich weiß es nicht mehr. Ich suche einfach mein Zimmer, weil dazu auch irgendwas geschrieben wurde. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, was da passieren soll. Aber ich will es trotzdem überprüfen. Ich bin halt einfach zu neugierig. So, dann gehen wir mal ins Bett und schlafen bis nachts. Plopp! Ah, so genial, wie er da reinfliegt. So, da ist ein Juwel der Güte. Dankeschön. Ja. Dankbarkeit und so. Wie viel haben wir jetzt? 18. Das ist doch ganz gut. Was ist in meinem Schrank? Ein Fünfer. Sehr gut. So, und jetzt lausche ich mal ganz genau. Hier höre ich noch nichts. Hier höre ich auch noch nichts. Zu. Okay. Gibt es hier noch ein zweites Badezimmer? Kann sein, ne? Das ist Zeldas Zimmer. Hier kann ich in der Nacht aber auch nicht rein, ne? Nee. Okay. Meister Taitor. Meister Otu. Und hier das Zimmer des Direktors. Gibt's unten auch noch eine Toilette? Ich weiß es gerade nicht. Das ist meins. Gru? Der braucht ja noch den Ausdauertrank. Okay. Bitte, hört mich jemand? Ist zu. Papier. Nein, ernsthaft? Ernsthaft? Bitte, irgendjemand, Papier. Bitte, Papier. Majora's Mask. Welches Papier ist egal? Papier? Was für ein Papier? Ich habe hier die Hymne der Göttin. welches Papier ist egal? Na, schwenk rüber. Hier hat man ja auch kein Papier. Ah, ist das super. Wie in Majora's Mask, brauchte auch jemand Papier mitten in der Nacht. Aber wo kriege ich jetzt stinknormales Papier her oder überhaupt Papier? Hast du Papier für mich? Wie geht's dir? Denk dran, dein eigenes bequemes Bett steht in deinem Zimmer für dich bereit. Ja, das ist klar. Vor allem wird mir hier ja auch keine Möglichkeit angeboten, durch die Tür irgendwas hindurchzugeben, ne?
Das ist mal höchst interessant. Oder ich bekomme noch Papier von jemanden. Wer hatte noch mal die Stimme gehört um die Schule herum? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Ich werde es noch mal nachschauen, wer mir sagte, dass hier so eine Frauenstimme für Untaten sorgt oder für ja, für Unruhe und Ängste. Papier. Ich find's super. So, dann schauen wir jetzt mal. Lass mal gucken. Nicht in den Bazar. Ich suche jetzt nach. Es ist immer Treffen, die mich. Ich besuche ein Haus. Ach, geh weg. Keiner mag dich. Wer wohnt denn hier? Rissa. Wer ist Rissa? Ich weiß es nicht. Ach, ihr. Okay. Ich suche aber das Haus vom Reparateur quasi. Und ich müsste noch mal zu Kukus Mutter. Hopp, hopp, hopp. So, da rennt mir schon ein Kätzchen entgegen. Lass mich. Das ist Cookies Haus. Oh, den nehme ich mit. Den nehme ich gerne mit. Wow. So, Kukus Haus. Mal sehen, was Mami diesmal zu sagen hat. Ah, schau mal. Grüß dich, Link. Wie geht's? Tut mir leid, Link, dass mein Haus heute wieder so schmutzig ist. Coco sagt mir immer, dass ich putzen soll, aber das mache ich doch so ungern. Willst du mir helfen, Link? Ich werde mich natürlich erkenntlich zeigen. Putzen? Was? Du bist wirklich zu nichts zu gebrauchen, Link. Wieso sagt dir dein Sohn eigentlich, dass du putzen sollst? Wer übernimmt hier eigentlich die Erzieherrolle? Okay, ja, ist gut. Das freut mich, du bist wirklich ein Prachtkerling. Der Besen? Was weiß ich, wo der ist? Du kannst ja den Staub einfach wegblasen mit Wind oder so. Wie du das machst, ist mir ja egal, solange nur der Staub davon fliegt. Also mach dich an die Arbeit, mein Junge. Alles klar. Dann machen wir mal sauber. Hier hast du auch ein Lüftchen. Ich mache währenddessen noch ein paar Sachen kaputt. Ist kein Ding. Kein Ding. La la la. Das ist auch staubig. Ups, hoppla. Mein Gott, hier ist es aber wirklich verdammt dreckig. Was ist los mit der Frau? Na na na. Putzi putzi. Ich nur putzen. Ich nur putzen. So, hier. Ups, hoppla. Hier sind auch Spinnenweben und hier ist alles voll versaut, ey. So, dann machen wir mal weiter. Ach hier, komm, das braucht auch keiner. Ist das gut. So eine lustigen kleinen Nebenquests sind ja, ja, mal was anderes. Eine schöne Abwechslung. So, den Sauhaufen hier weg. Das braucht auch keiner. So, la 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 la. Bücher, wer braucht Bücher? So, ist das gut so oder muss ich noch mehr? Ich glaube, ich muss kurz mal zentrieren. Hier oben in den Ecken noch oder wie? Hier, komm, das braucht auch keiner. Jetzt bin ich hier schon ein paar Mal rumgegangen, ne? Ah, komm, hier noch. Ah, guck mal, da ist auch Dreck. Richtig dick auf den Fenstern. So. Sieh an, du hast den ganzen Staub beseitigt, Link. Klasse. Jetzt fühle ich mich endlich wieder wohl in diesem Haus. Komm her, ich gebe dir deine Belohnung. Ja, ich bin hier. Gib.
Vielen Dank, Link. Jetzt fühle ich mich wieder wohl hier drin. Das Haus ist viel schöner, wenn es ab und zu geputzt wird. Oh ja. Juwelchen der Güte. 5 Stück. Kriege ich jetzt noch Taschengeld oder? Oder wie oder was? Also hier ein kleiner Lohn für deine harte Arbeit. 20. Wow. 20 Rubine. Danke. Immerhin. Wenn du Lust hast, kannst du mir gerne wieder einmal helfen. Du weißt ja, ich zahle gut. Ja, natürlich. Aber Kuku darf das niemals erfahren, verstehst du? Wenn er herausfindet, dass ich dich fürs Putzen bezahle, ich mag gar nicht daran denken. Also kein Wort, ja? Na, das wollen wir mal sehen für diese Bezahlung. Link, willst du etwa schon nach Hause gehen? Ja? Falls du unterwegs Kuku begegnest, rede mal mit ihm, ja? Okay. Und dann sag ich ihm, dass du eine faule Sau bist. Ach ja. So, ich muss aber noch jemanden finden. Händler, Kulkans Haus. Kulkan? Ist er der Reparaturmann? Ach nee, er kauft so Gegenstände an. Zu dir wollte ich nicht. Dieser äußerst freundliche Herr. Ich möchte... Geht's hier irgendwo rein? Ja, hier ist ein Schleimi. So hoch halte ich das Schwert doch gar nicht. Aber ich finde, wir könnten Morsego mal einen Besuch abstatten. Autsch. Das war so nicht geplant. Och. Da muss ich leider kurz mal... Wo ist mein Cursor? Hallo, Cursor. Cursor. Ah, der war jetzt irgendwie ganz verschwunden. Kurz mal hier richtig stellen. Danke. Cursor, da. Okay. Und schon hält er das Schwert ganz anders. Mal sehen, ob Morsego so ab 20 Juwelen der Güte oder generell ab ein paar Juwelen etwas für mich hat. Hi. Na? Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ui, eine mittlere Geldbörse. Ja, jetzt kann ich noch mehr Geld sammeln. Ich brauche leider noch mehr Juwelen der Güte, um endlich ein Mensch werden zu können. Bitte sei so gnädig und hilf mir noch ein wenig mehr. Aber gerne. Oh, ich spüre die Wärme, die von den Juwelen der Güte ausgeht. Nimm dies als Zeichen meines Dankes für all die Mühen, die du auf dich genommen hast. Oh, wie geil. Ich brauche leider noch mehr Juwelen, ja. Bitte sei so gnädig, ja, bin ich. Okay, mehr hat er nicht für uns, aber cool. Wir haben jetzt eine größere Geldbörse und ein Herzteil. Was will man mehr? Ganz ehrlich, was will man mehr? So, lass mal schauen. Mittlere Geldbörse. 1100 Rubine kann ich tragen. Sehr gut. Lauf. Aber spring nicht runter, ja? So. Na hoch. Du sollst hoch. Hep. Gut. Jetzt suche ich aber immer noch das Haus von dem einen Typen. Vielleicht probiere ich es mal hier oben. Hier eventuell. Tüftler. Das klingt gut. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Hey. Ja, ich bin so spät noch allein unterwegs. Pass bloß auf, dass dir die Lemuren nicht in den Hintern beißen. Ja. Nachts geht man hier im Wolkenhort besser nur raus, wenn es wirklich unvermeidbar ist. Und weiter. Hey. Nee, hier hat er auch nichts zu sagen. Das finde ich ja jetzt doof. Soll ich mal hier aufräumen? Ach, ich kann das gar nicht hier drin benutzen, das Blaseding.
Und du willst gar nicht mit mir sprechen. Okay, hat leider nichts gebracht, wie es aussieht. Ich werde ihn tagsüber nochmal ansprechen. Jetzt gehe ich aber erstmal bei Kuko vorbei. Ja. Und sag ihm, was seine Mutter für eine faule Socke ist. Ja. Hallo, geh weg. Miau. Miau. Die sind schon putzig irgendwie. Uah, geh weg. So, Kuko. Jetzt muss ich mal mit dir reden. Oh, warte. Nee, wollte ich so nicht. Danke. Brauch ein bisschen Geld. Oh, für den Ausdauertrank, den kann ich gleich holen. Kuko. Hey Link, pass bloß auf in der Nacht. Ja, ich mache hier einen Rundgang, bla bla. Geister, Ungeheuer, Pflicht eines Ritters, kennt man schon. Du bist klasse. Ja, toll, ne? Ja, Belohnung genug, Ritter, da 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 da. Sonst noch was? Ich check's immer noch nicht. Gut, ich müsste kurz mal hoch. Dann machen wir nämlich wieder Tag, helfen Gruß und dann schauen wir weiter. So. Ah, das mit dem Papier. Müssen wir noch schauen. Zeldas Zimmer. Girunas Zimmer. Hallo, ich schlaf mal einfach in deinem Bett, okay? Gute Nacht. Bis morgens erstmal. Ah, wer erzählte mir denn von diesen unheimlichen Stimmen in nahe der Ritterschule? Müsste ich nochmal nachschauen in einem alten Part, wer das war. Dann machen wir das vielleicht einfach beim nächsten Mal. Ich wollte zum Bazar. Oh, ich könnte mal runter zur Toilette gehen. Und schauen, was sich da tagsüber abspielt. Da hinten war die, ne? Ach, schau mal. Hast du Papier für mich? Ach, gebe ich ihn ihr nicht? Link, schleich dich gefälligst nicht so an. Ich muss über etwas sehr Wichtiges nachdenken, also schwör ab. Nachdenken? Ich helfe dir. Wirklich? Pah, ich brauche deine Hilfe nicht, aber... Vielleicht bist du genau der Richtige. Du scheinst zu wissen, wie man mit Frauen redet. So sehr ich es hasse, das zuzugeben. Gut, so machen wir es, Link. Ich habe einen Auftrag für dich. Du darfst dich geehrt fühlen. Papier bitte. Bring dieses Papier zu ihr. Dieses Papier ist wichtig. Du musst es ihr unbedingt geben. Alles klar. Wunderbar. Warum schaust du zum Klo? Was? Da ist nachts jemand, der Papier will? Ach, verrat's doch nicht. Was quatschst du da? Das ist nicht einfach Papier, das ist ein Brief. In jedem einzelnen Buchstaben steckt mein Herzblut. Denk nicht mal im Traum daran, ihn als Klopapier zu benutzen. Na, ich nicht. Ich mach das nicht. Gib diesen Brief einer Schülerin aus der Oberstufe, sie heißt Giruna. Du weißt doch, wen ich meine. Sie trägt diese runde Mütze. Sie ist ja so hübsch und so süß. Bei der haben wir im Zimmer geschlafen. Und auf gar keinen Fall gibst du diesen Brief diesem Verrückten da auf dem Klo. Schwöre es. Ja, ich schwöre es. Ich vertraue dir meinen Brief an und wehe, du liest auch nur ein Wort. Ja, Rex Brief in Verwahrung genommen. Ja. Na dann, Link, wenn du deine Sache gut machst, darfst du mein Handlanger werden. Und jetzt ab mit dir. Heißt es, wir können jetzt wirklich auswählen, ob wir den Brief der kleinen Rothaarigen geben oder hier auf dem Klo, verwenden? Ich bin fürs Klo. Ja, echt cool. Sitzen. So. Es wird sogar abgespült. Ich fasse es nicht. Dieses Spiel, ne? Es wird sogar abgespült. Okay.
Heißt das, Link hat durch die Hose? Ach, komm. Weg mit den Gedanken. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Ich muss zum Bazar. Da werde ich jetzt schnell hinrennen. Lalala. So, hier rein schon, ne? Sollte passen. Ja. Kann ich nochmal mit dir sprechen? So, wegen des Tierchens senden. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann ein Schild reparieren. Ah, oh, der redet immer noch nicht mit mir. Ja. Ich wollte den Ausdauertrank kaufen. Wie der Links guckt. Sehr gut. So, ja. Nehme ich. Tada! Ausdauertrank erhalten. Ja, ich weiß. Verfeinern, Mann, blub, blabli, blub. Gut. Heißt, wir gehen jetzt wieder zur Schule, schlafen dort, helfen Gruß und sorgen dafür, dass ein gewisser jemand Papier hat. ich muss hier irgendwie lang. Passt schon. So, das gibst du mir. Und wir gehen wieder schlafen. Diesmal können wir ja direkt unten schlafen. Wir müssen eh nach unten. Ist Grußzimmer auch unten? Muss ich gleich mal gucken. Ja, es ist auch unten. Sodele. Bis nachts. Sehr gut. So, guck mal. Hallo. Ich hab da was für dich. 5, 6, 7, 8. Gute Nacht. Ja, ich weiß, das, ja, würde ich dir geben. So. Wirklich? Danke, du hast etwas gut bei mir. Schluck, du. Nein, das sag ich nicht. Ah ja, die Müdigkeit verschwindet. Aber schaffe ich es so, jemals stark zu werden? Klar, natürlich, es liegt an dir. Streng dich an. Ja, genau so ist es. Ich muss mich nur mächtig anstrengen. Haha, ich sollte nicht nur jammern, sondern die Sache einfach angehen. Danke, Link, ich werde alles geben, um stärker zu werden. Ich trainiere weiter, komm bald wieder und sieh dir an, was ich erreicht habe. Wie sonst nix? Okay, vielleicht kriege ich später eine Belohnung dafür. Ich gehe mal kurz hier raus und dann wieder rein. Mal sehen, ob sich dann schon was geändert hat. Bist du schön am Weitertrainieren? Ja, ist er. Ja, okay. Ich werde alles geben, um stärker zu werden. Okay, seine Sprechblase war gerade übrigens noch grau, deswegen denke ich, sobald sie gelb ist, wie sonst, werde ich was dafür bekommen. Aber jetzt erstmal zum Klo. Hey, pst. Papier, du hast mir Papier gebracht. Ich mache jetzt die Tür auf, bitte komm herein. Wenn da jetzt eine Hand rauskommt, lache ich, bis ich sterbe. Oh Gott, ja! Oh, es ist so super. Oh, Papier, ich brauche Papier. Ich will niemandem etwas tun, ich will nur Papier. Bitteschön. Oh, Papier für mich, ich bin so glücklich. Die Hand müsste nur noch so au machen. Aber das sieht aus wie ein Brief. Willst du... Ja, ich will dir das wirklich überlassen. Danke, ich werde es ganz behutsam verwenden. Aber ich bin eine Dame, also frag nicht wofür. Wir sehen uns wieder, mein edler Retter. Alter, ich kann nicht mehr. Dafür habe ich jetzt also auch noch keine Belohnung bekommen. Kriege ich die morgens?
Oder wenn ich wieder reingehe. Oh Gott, der arme Kerl. Okay. Dann werde ich mal wieder schlafen gehen und schauen, ob sich was geändert hat. Ach, der schöne Brief, der schöne, schöne Brief. Aber hey, der Typ hat uns immer geärgert. Er hat es nur verdient. So, ich möchte bis morgens schlafen. Okay. So, Gruß ist irgendwo draußen. Ich traue mich fast gar nicht, ihn anzusprechen. Alles klar hier? Hier kann man sich wieder nur hinsetzen, okay. Achtung! Hey. Link, hast du ihr meinen Brief gegeben? Naja, ja, also nein. Nein, nein, du hast ihn dem Verrückten auf dem Klo. Ich habe dir gesagt, dass du das nicht tun darfst. So oft habe ich es gesagt. Leute wie dich, die der Liebe anderer im Weg stehen, sollten von einem Vogel getreten werden. Ich bin aber jetzt nicht mehr dein Freund. Oh, wie ich dich hasse, Link. Oh mein Gott. Upsi. Aber. Hey, wo ist er jetzt hingerannt? Das ist Bardos Zimmer. Mal sehen, was die dazu zu sagen hat. Hier liegt ja auch überall Papier. Hätte ich das nicht nehmen können? Egal. Hi. Hallo Link. Irgendwie wirst du in letzter Zeit immer attraktiver. Hups. Diese Uniform steht dir. Man hat das Gefühl, sich auf dich verlassen zu können. Ich gehe dann mal. Ja. Wie gut. Wie gut. Das ist mein Zimmer. Das war Grußzimmer. Dann ging es hier Rex und Strews Zimmer. Schönes Hochbett. Geht's hier irgendwie durch? Das sieht so aus, ne? Aber egal. Ich würde sagen, das war's für heute. Und ja, wenn du gefragt werden würdest von jemandem, den du absolut nicht leiden kannst, ob du ihnen einen Gefallen tun kannst, würdest du es tun oder würdest du sagen, nee, lass stecken, ist mir egal, oder würdest du auch sowas Böses wie Link machen? Kannst du mir ja mal schreiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wenn ich Schmetterlingsnetz rausholen würde, könnte ich jetzt damit winken, also mache ich es einfach so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.